lieber Vinzenz, kurz vor der Abreise, einige Tage vor Afrika. Jetzt war die Kamera weg und das ist völlig wurscht, ja. Du, ja, Vinzenz, ja, kurz vor der Abreise. Ja, warst du auf Abreise. Du, ich habe so viele Fragen und ich tat gerne mit einer anderen Frage, nicht mit deiner Reise beginnen, und zwar Ökonomie der Menschlichkeit. Wenn ich jetzt die beschreiben würde, was die ist, dann sage ich, ja, wenn du so lebst wie der Vinzenz, dann bist du genau in der Energie, in dieser Gestaltungsmacht, ohne Kontrolle, ohne dass ich alles wissen muss, einlassen auf das Leben. Das ist unsere Einladung, ist aber eine große Herausforderung. Was magst du Magisches, dass dir das so gelingt? Ich habe dich auf der Wanderung beobachtet, was du Dinge gemacht hast, die waren so schräg, aber auch so geerdet und so sinnvoll, aber extrem breit gedacht. Und ich habe immer gemeint, weise Menschen, habe ich mich immer an älteren Menschen orientiert. Das hat sich völlig über den Haufen geworfen. Vinzenz, was magst du, dass du so in der Kraft bist und so gestaltest? Oh, das ist ja mal eine schwierige Frage. Weil es ist nämlich schon irgendwo mein Element, so dieses so raus aus diesem Kontrollzwang. Das, also ich mag es ganz gern, wenn die Dinge einfach im Fluss sind und man sich darauf einlässt, dann fängt das Leben erst richtig an, Spaß zu machen. Und also irgendwie, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen warm werden für so eine Frage, weil das ist irgendwie, keine Ahnung, ich zähle mich selber schon wirklich als weisen Menschen, aber schon als Kind irgendwie witzigerweise, wobei ich als Kind viel eingestuft worden bin als vielleicht den anderen Kindern hinterherhinkend, also so vom Intellektuellen so, ich habe erst spät schreiben gelernt oder solche Sachen, aber meine Gedanken sind immer in die Tiefe gegangen, glaube ich. Also so rein gesellschaftlich, was so gemessen wird an schulischen Noten und so, bin ich ja Spätzünder, würde ich sogar eher sagen. Aber so vom von dem, dass man Erfahrungen sammelt und was nicht. Ja, jeder Mensch ist einzigartig. Ja, gut, Schule ist ja oft eine Verbildung und du hast dich aber da irgendwie nicht brechen lassen. Du bist in deiner Kraft, in deiner Kreativität geblieben und hast wahrscheinlich auch, und das sehe ich schon bei den Wimmers bei euch, schon ein sehr, sehr förderliches Elternhaus auch, was die sicher, was auch als Ermöglicher wirkt, oder? Voll, also da habe ich voll viel mitnehmen dürfen. Also von den Eltern, die Mama voll kreativ und immer sehr ermutigend, dass man, dass ich die Dinge auf meine eigene Art mache. Also das wäre gar nicht anders gegangen. Mama war immer so, geh aus in die Welt, so, ich war immer unterwegs im Dorf, habe umeinander laufen dürfen, hab schon sehr bald so, also das Dorf ist ja so eine große Welt als Kind so, und ich habe da einfach voll freie Hand gekriegt und gleichzeitig auch so zum Beispiel, wenn ich gefragt habe, so, kannst du mir da helfen in der Schule? Mit Aufgaben und so, war immer die Aussage, so, ich soll es selber schaffen, ich soll es selber drauf kommen. So Freunde von mir haben dann mit Eltern echt viel gelernt und so, und es ist schon voll der Vorteil jetzt, dass ich immer so auf dieses hingebracht worden bin, hey, du schaffst das selber so. Und mein Papa, der ist halt natürlich auch voll genial, also der ist so der Anpacker, wo ich halt so, weil das ist auch voll die Qualität, was ich von daheim mitgekriegt habe. Wenn man keine Scheu hat vor der Arbeit, dann kann man halt die Ideen, die dann kommen, auch gleich umsetzen und ist insofern ziemlich frei, weil man gleich was in die Materie bringen kann vom Geist. Und ohne jetzt lang zu überlegen, du es jetzt, du es nicht, sondern einfach gleich tun und dann, ja. Ich meine, ein leuchtendes Beispiel ist sicher die Schneiderakademie, die deine Eltern in die Welt gesetzt haben, eine Online-Akademie, die eine Sensation ist. Das hat auch mit riesigen Vertrauenstouren. Also ich wiederhole mich da, ihr lebt einfach viele, viele Dinge, die diesen neuen Zeitgeist spiegeln, auch bei der Wanderung. Ihr habt euch die Zeit genommen, ihr wart dabei, auch beim Finale. Viele wollten, sind aber im Alltag gehängt. Also irgendwas passiert da, das hat absolut was positiv Magisches bei euch. Dass ihr einerseits wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich seid als Familie, aber einen Freiraum schafft und immer wieder was Neues kreiert.
Ich weiß, das lässt sich nicht beschreiben, Vinzenz. Ich war trotzdem ein Versuch. Das ist das Erlebte, einfach das Tun. Und ich glaube, das bringt es am Punkt, das wirklich Tun. Oder? Danke. Ja, das ist wirklich eine Riesenqualität. Also dieses Projekt mit der Schneiderakademie, da war Corona-Lockdown und das war halt echt am ersten Tag, wo wir keine Kunden haben, da haben dürfen, war der erste Tag, wo das Projekt mit Schneiderakademie losgegangen ist. Also das ist eben genau diese Qualität. Das ist nicht lange überlegen, soll ich nicht, sondern gleich in die Umsetzung gehen. Genau, das ist wirklich voll der Papa. Schön. Vinzenz, jetzt startest du in wenigen Tagen zum besonderen Projekt des tapfere Schneiderlein. Glaube ich, passt gar nicht so weit tapfer. Was ist Tapferkeit? Bei dir ist es Freiheit. Du bist aber kein Träumer nicht. Du bist ein sehr geerdeter Mensch. Was machst du? Was hast du vor? Wo geht die Reise hin und was ist deine Motivation? Ich gebe mir Mühe, geerdet zu sein, aber ich schaue selber immer wieder ganz bewusst erden, weil ich doch einer bin, der schnell mehr abgibt. So. Das tapfere Schneiderlein. Ich habe vor, dass ich mich entwickelt als Designer. Also ich kann jetzt ganz gut schneidern. Das kann ich jetzt wirklich sehr gut von daheim. Und jetzt geht es darum, dass ich halt meine kreativen Sachen, mich kreativ entwickeln kann und auch entfalten kann. Und naja, es sind halt einfach, ich tue mich einfach gut vorbereiten. Also es sind dann alle Voraussetzungen da. Ich kann dann gut, ich habe viel Inspirationen. Ich kann von dem leben, was ich mache, voraussichtlich. Ich kann einfach gleich meine Kreationen umsetzen. Musik kann ich machen, was mich einmal sehr bereichert. In der kreativen Welt, dann am Kochen tue ich auch unheimlich gern. Also es kommt einfach alles zusammen und Reisen halt. Mhm. Man lernt so viel Leute kennen, wird so inspiriert von allen Seiten, dass ich einfach, ich tue weniger planen so. Ich plane jetzt nicht den Outcome von dem, aber ich tue mich halt voll gut vorbereiten und schaue dann das. Ja, und mache mir einfach eine schöne Zeit. Ich glaube, das ist... Du hast einen Bus umgebaut als mobile Schneiderei. Und wieso hast du Afrika ausgewählt als Land? Boah, ich weiß noch, davor war immer so, du machst das mit dem Bus, wohin magst du fahren? Und die Frage habe ich echt oft gekriegt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wann schon dann schon? Es ist ein Riesenabenteuer. Es ist noch voll am Ursprung, glaube ich. Ich glaube, es gibt halt noch viel so Leute, die halt voll einfach... Ja, die noch voll da, weiß nicht, voll verwurzelt sind mit dem Universum und die hat, zum Beispiel ist dort auch das Handwerk noch viel bodenständiger und noch viel größer. So, die Leute können sich einen Schneider leisten, obwohl es aus unserer Sicht arm sind, sage ich mal. Und das ist irgendwie cool, da bin ich voll gespannt. Ja. Das ist ja zeitlich offen, ein paar Jahre, du begrenzt dich auch da wieder nicht und siehst, wie sich das entwickelt, entfaltet. Und du hast ja gesagt, du möchtest, und das ist ja auch so, hat ja auch viel mit Vertrauen und mit dem Leben zu tun, auf Begegnungen einzulassen. Du weißt ja nie, was passiert. Und ich habe einmal so einen Spruch gehört, der Wert des Lebens misst sich in der Anzahl der menschlichen Begegnungen. Und da hast ja du viel und somit ist das eine Riesenbereicherung und auch Wachstum, oder? Ja, schon immer viel gehabt da. Also das ist halt auch, also ich war schon als Kind viel auf Messen und so und habe immer, oder Kundschaften und, also von daher, aber ich war immer schon, ich habe gern mit Leuten, bin in Kontakt gekommen und es kann dann ja wirklich jeder was lernen. So. Jeder ist in irgendwas besser und in irgendwas bist du besser. So. Man kann sich in irgendwo kann man immer voll voneinander lernen und deswegen sind Menschen einfach das Geschenk überhaupt, oder? Von allen Geschenken, die es so gibt. Und der Bus, Vinzenz, das ist eine mobile Schneiderei, das heißt, da schneidest du drinnen. Mhm. Und da schlafst du auch und kochst da, oder? Ja, das genau. Das ist dein Lebensraum, oder? Lebens- und Arbeitsraum. Genau, also die Leute stören sich das recht eng vor, aber der Bus ist eigentlich ganz schön groß. Ich habe da ziemlich viel Luxus, weil er ist so ein riesiger Transporter. Und ja, da kann ich das dann alles gleichzeitig. Super. Und, ja. Kann dann voll switchen von einem ins andere und Ja, ich habe eh einen ORF-Bericht gesehen, den du mir geschickt hast, ganz toll. Lass ein bisschen ahnen, wie die Reise ausschauen wird, wie es geht, also auch durchdacht, weißt du, so
auf wenig Raum wirklich ganz sinnvoll, allein der Stuhl, den ein Freund um 2 Euro ersteigert hat, hier mal richtig schmunzeln müssen. Ist wunderschön, diese Kreativität, das Einlassen auf die Zeit. Jetzt sind wir in großer Zeiten der Veränderung. Wir sind mit der Ökonomie der Menschlichkeit absolut überzeugt, dass es in eine gute Richtung geht. Aber es am Loslassen geht. Hast du was, was du den Menschen jetzt so mitgeben könntest? Gerade Unternehmer, die riesige Herausforderungen sind. Auch vielleicht aus eurer Familie, die für mich so ein großes Vorbild ist, zwar was vorstellen, aber so als Ermutigung. Hast du irgendeine Idee, einen Impuls? Loslassen, weil ich bin auch viel gefordert. Also die Zeit gerade ist teilweise schon ziemlich tough. ich glaube, ein guter Trick ist mal, bevor es dann zu viel wird, einfach mal relaxen, was das für einer bedeutet. Ich bin gestern spontan in die Therme gefahren zum Beispiel. Oder werde heute nur mal spazieren gehen. So was dazwischen einfach mal, ein anderer wird krank, weil er sich nicht mal die Zeit nimmt, dass er so, aber einfach das Leben genießen und im Moment sein und wirklich, ja, dann, da schöpft man mir am meisten Kraft. Und loslassen ist voll was Geiles, weil das Coole ist, auf allen Ebenen, alle Ebenen sind ja irgendwo eine Ebene. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt loslasse bei meinen Sachen im Schrank und Sachen ausmiste, dann kriege ich auch einen Flow, dass ich loslasse auf anderen Ebenen. So, es ist voll cool. Also loslassen kann zum Beispiel einfach mal bedeuten, dass man schaut, welcher Gewand brauche ich nicht und würde es spenden oder was für zum Beispiel. Aber oder loslassen. Also, was ich jetzt wieder mehr tun möchte, ist auch meditieren. Und das ist auch voll spannend. Da kriegt man so voll, da kriegt man auf einmal mit, wie viele Gedanken man die ganze Zeit hat und wie der eine in den nächsten führt. Und da dann einfach mal nicht zu bewerten, sondern einfach zu akzeptieren und, cool, das war mal ein guter Gedanke, das war mal schlechter und dann, ich bewerte schon wieder. Und dann halt, weißt du, das Meditieren kann ich auch jedem ans Herz legen. Es ist einfach, weißt, man nimmt einfach wahr, ohne zu bewerten. Und mir erinnert das Gespräch jetzt auch an den Alduin, den ich begegnet bin. Den habe ich ja bei euch kennengelernt, den Schauspieler. Ein ganz ein besonderer Mensch und das hat was. Man sagt immer, die Jugend als Problem, ich sehe eigentlich als ganz, ganz riesige Chance, wenn man wirklich, wirklich in die Freiheit geht und echt Dinge neu kreiert. Vinzenz, du nimmst ja oder du lässt die Leute ja ein bisschen teilhaben, auch aus der Internetseite, oder? Das kann man sehen, wo du unterwegs bist, du postest da was, wie lautet denn, gibt es da ein Domain dafür? Mein Domain wird sein vinzenzwimmer.com, die geht bald online. Da sagt man dann an so Videos von mir, die ich immer wieder poste. Man kann sich da dann in ein Newsletter eintragen, dass wann ich mal wieder was poste, wann ich mal wieder Internet vorhabe, dann schicke ich aus so, hey, man kann was sagen von mir per E-Mail. Und genau, außerdem werde ich meine Modelle hochladen, was ich so bisher gemacht habe. Und immer, wenn ich wieder was im Bus nehme, werde ich das hochladen. Und die Website soll dazu da sein, um Leute einfach zu inspirieren, mutig zu sein, denke ich. Weil ich denke, das ist wirklich so ein Hauptschlüssel, dass man lernt, den Mut zu haben, an mehr zu glauben als nur an Zahlen, Daten, Fakten. Weil so wir Menschen, so viel Leid sind so verleitet dazu, dass sie immer nur das glauben, was sie sagen. Aber es ist halt dann sagen sie halt immer das Gleiche, weil es immer, und außerdem glauben sie, also es ist halt so leicht, du sagst dem was und das glaubt er, weißt du? So, aber in Wirklichkeit so ist unser Glaube so mächtig, weil sowas wie Wissen, glaube ich, gibt es nicht. Also an das glaube ich persönlich nicht. Weil so, das ist halt so, ich nehme da immer ganz gerne den Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und ich sage dann immer ganz gern, und ich weiß, dass du nichts weißt. So, das ist mir dann mal cool, und das ist für mich echt befreiend. Also bleibst dann irgendwie wieder am Vertrauen und am Glaube und so. Und der kann sich ja jeden Moment ändern. Also an was glaube ich jetzt gerade, so was, wenn ich jetzt wirklich in dem Moment jetzt auf mein Herz her, was kriege ich dann so? Und ich kriege so zum Beispiel, dass ich glaube an alle Menschen, an das Gute in den Menschen. Und das ist jetzt ein Beispiel. Und genau,
Und deswegen, wenn ich aber jetzt an meinem Glauben so verändert, dann sehe ich ja wieder andere Dinge und da kann man voll ansetzen. Also da hat man voll dann die Macht, die Wirklichkeit zu verändern. Nur braucht es halt viel Mut dazu, dass man mehr glaubt, als was man sagt. Ich glaube, seitdem macht da, also als Ministrant war ich früher in der Kirche und so, und seitdem macht es dann nur mehr Sinn, dieses die Mutigen gehört die Welt. Weil da können wir wirklich die Wirklichkeit verändern. Ja. Ja, das erinnert mich ein bisschen an den Spruch von Einstein, es ist Unsinn, immer das Gleiche zu tun und was anderes zu erwarten. Und was da gut dazu passt, ist, was du sagst, du merkst, aha, jetzt wird es stressig, jetzt wird es vielleicht eng, nimm mir jetzt einen Raum und in dem Raum passiert wieder was. Also diese Balance in dem Sinn auch finden. Wir wollen ja auch Reichtum in der Ökonomie der Menschlichkeit völlig neu definieren. Reichtum baut im Moment auf Geld, aber was ist Reichtum? Ja. Ist ein gelingendes Leben. Also das wird eine so interessante Reise und ich wünsche mir wirklich, dass sich viele Menschen so auf das Leben einlassen wie du, weil dann wird es gelingen. Wir werden immer überleben, es wird viele Änderungen geben, aber letztlich gibt es nichts Bedrohliches. Wir, glaube ich, dürfen die Ja. Perspektive einfach ändern auf das ermutigende, fühlende Denken, sage ich auch ganz gern zu werden. Wir bauen viel auf die Ratio auf. Das war so. Und jetzt dürfen wir in dem Sinn neu schöpfen und jeder mitkreieren. Das ist vielleicht auch ein Punkt, wo die Leute sagen, ja, was ist die Ökonomie der Menschlichkeit? Wir hören völlig auf damit, das zu erklären, weil jeder selbst die Antwort hat. Und die ist vielschichtig, aber es ist immer was Ermutigendes. Es ist was, was allen dient, was allen Spaß macht und wo man einfach ein Ja. gelingendes, gutes Leben in dem Sinn führt. Voll gut, ja. Reichtum ist, wenn man es erkennt, dass man reich ist. Ich denke, ja. Voll. Ja, das ist, glaube ich, in Afrika eher interessant. Nicht? Da gibt es den äußeren Reichtum, da gibt es die Materie, aber letztlich geht es dort auch um den inneren Reichtum. Wer bin ich als Mensch? Was, wie tiefsinnig bin ich? Und das, glaube ich, sind jetzt die nächsten Schritte und die werden voll geil werden. Einlassen, das ist es. Und darum, wir werden gerne mal berichten haben und mal irgendeine Info kriegen von dir, wie es da geht. Ja, voll gerne. Ich schicke immer mal wieder was durch, wenn ich Ja. Internet habe. Und dann voll, voll gerne. Und ich Super. werde da echt gern besucht. Also es ist ja voll schön, wenn man Besuch kriegt. Ah, mein Akku. Ah ja, genau. Ups. Genau. Ja. Aber ja, also Ja. man weiß ja wirklich nie, was rauskommt. Das ist ja das Das stimmt. Spannende, oder? Und was ich dann auch interessant finde, ist, in einem halben Jahr, Jahr, wenn wir vielleicht wieder mal so einen Austausch machen, das ist ja ein Wachstum und das ist eine Bereicherung. Gregor ist ein Freund da von uns, der Weltenwanderer. Das ist einfach, das ist richtiges Leben einlassen und richtig schauen, wo schenkt man das Leben? Gell? Nicht einschränken, sondern richtig offen lassen und das machst du in ganz wunderbarer Weise. Ja, lieber Vinzenz, hast du abschließend noch was? Für mich war es gut so oder magst du noch was sagen abschließend? Vielleicht nur, was die Ökonomie der Menschlichkeit für mich ist, was du jetzt auch noch an Gregor angesprochen hast, das sind irgendwie diese Begegnungen, also dass man halt sie mit so tollen Menschen austauschen kann. Das hat mir echt in dem Jahr so einen Schub geben, so, das hat so eine Lücke in mir geschlossen, weil ich durch das, dass ich jetzt so coole Leute kennengelernt habe, die auch so ticken, hat das einfach so eine Lücke geschlossen, die halt nur da war. Und dann brauche ich jetzt nur weniger im Außen, sondern bin einfach, ja, einfach nur glücklicher, einfach schon so. Und dafür bin ich echt dankbar um diese tollen Menschen, Ja, die ich da kennenlernen. dieser Weg der Menschlichkeit, wie wir den nennen, diese 888 Kilometer, das soll ja künftig der Begegnungsraum sein. Dass man nicht im Büro sitzt, sondern dass man richtig im Freien kreiert, vielleicht ohne Plan und einfach schaut, was entsteht. Das ist Ja. ganz, ganz interessant. Also, ihr wollt da wirklich beispielgebend, da die Einladung bei euch. Auch deine Mama, die wir kennengelernt haben, eine tolle Designerin, was mit so einer großen Bescheidenheit. So Ja. Bescheidenheit, Deinen ja. Brüder, es ist einfach absolut fantastisch. Ja. Okay, lieber Vincent, wunderschöne Reise wünsche ich dir. Danke. Ja, danke dir. Wir sehen uns. Ich freue mich Okay. drauf. Ciao, für dich. Ja, ciao.